F&E-Abteilung. Ich werde dir dabei helfen, die Leistung zu bringen, die das Team von dir erwartet. Wenn du das schaffst, werden wir gut miteinander auskommen. Dein Arbeitsplatz ist fertig eingerichtet. Enttäusch uns nicht. Und damit herzlich willkommen zurück zur F1-Karriere. Wir haben das Team gewechselt, sind nicht mehr bei Alfa Romeo, sondern nun bei Ferrari. Ich habe das Angebot angenommen, uns wurde es vorgeschlagen und ich hatte natürlich kein Problem und bin jetzt nun bei Ferrari. Und einen Moment kurz. Ich habe im Moment den Fans ein bisschen leiser gestellt, damit man mich auch versteht hier. Auf jeden Fall, ich werde das jetzt so machen. Am Vormittag ist ja die Karriere mit Lyon gestartet. Und ich denke, dass ich jetzt jeden Sonntag eine neue Folge raushau von der F1-Karriere, jeweils um 17 Uhr. Und die anderen Karrieren mit Köln, Juve und Arsenal werden abwechselnd natürlich kommen. Und F1 eben am Sonntag. Und was ich auch noch ansprechen möchte, vielen Dank für 208 Abonnenten bereits hier. Ich hätte niemals gedacht, dass ich diese Zahl mal erreiche. Natürlich ist es jetzt sehr klein und sehr wenig, aber es ist besser, als nur 10 Abonnenten zu haben. Und da danke ich jedem da draußen, der meine Videos feiert, der mich unterstützt dabei, einer der Großen zu werden. Natürlich ist es noch ein langer Weg, aber ich gebe natürlich alles. Und wenn euch diese Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Vergiss den Kanal nicht zu abonnieren und wir werden jetzt das Qualifying im Ferrari hier beim Großen Preis von Frankreich angehen. Und ich würde sagen, wir gehen mit den Soft hier rein und versuchen hier im Ferrari ein gutes Ergebnis einzuleiten hier. Wir sind ja schon dreimal von der Pole gestartet. Und möchte natürlich hier auch wieder von der Pole Position aus dieses Rennen hier gewinnen. Und ich werde jetzt mal kurz leise sein und genießt es. Und ihr habt es gesehen, die Strecke ist echt lang. Wir starten aber auch von der Pole Position aus beim Großen Preis. Und das ist doch gut zum Debüt im Ferrari. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3.
ein Ferrari, Perez und Carlos Sainz. Das war's mit dem Qualifying. Jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechung beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Hallo und willkommen auf dem Circuit Paul Ricard, der derzeitigen Heimat des französischen Grand Prix. Dieses Event geht bis ins Jahr 1906 zurück und wurde über die vielen Jahre an verschiedenen Orten ausgetragen. Berühmte Momente aus Dijon und Manicourt kommen in vielen Zusammenschnitten der Formel 1 vor. Hoffen wir, dass wir davon im heutigen Rennen auch ähnliche Szenen sehen werden. Eine Runde auf dem Circuit Paul Ricard besteht also aus 15 Kurven auf einer Gesamtstreckenlänge von 5,8 Kilometern. Die Fahrer müssen ihre Autos speziell am Ausgang der Vollgaskurve 10 sorgfältig positionieren, um bereit für die Rechtskurve 11 mit den zwei Scheitelpunkten zu sein. Man sollte am Ende der Start- und Zielgeraden und in der harten Bremszone vor Kurve 8 auf mögliche Überholmanöver gefasst sein. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Ferrari startet von der Pole und daneben steht Sergio Perez. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Sainz, Norris, Max Verstappen und Hamilton, Russell, Ricciardo, Fernando Alonso und Kevin Magnussen, Gasly, Bottas, Esteban Ocon und Tsunoda, Mick Schumacher, Vettel, Alexander Albon und Lance Stroll, Latifi und Guanyu Zhou. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Stefan Römer ist heute... Im letzten Rennen haben wir Punkte geholt. Strengen wir uns an, damit es so weitergeht. Und damit beginnt der große Preis hier von Frankreich, hier in Le Castellet. Und wir sind schon mal richtig gut weggekommen. Können wir uns halten? Nein, wir müssen leider Sainz und Perez sowie Russell erstmal vorbeilassen. Und sind nun auf Platz 4, also doch nicht so ein hervorragender Start. Also Russell wäre gleich mal der Erste, wo überholt werden könnte hier. Aber wir warten auf den richtigen Moment. Wir gehen keine Risiken ein. Das Getriebe ist ziemlich abgenutzt. Versuch so selten wie möglich zu schalten. Oh je, das Getriebe ist abgenutzt. Warum das? Verstehe ich nicht so. Was hat der Vorgänger gemacht mit dem Auto? Das ist natürlich die Frage. Okay, hier ist Jeff. Du verursachst unnötigen Verschleiß am Getriebe. Versuch es etwas zu schonen, sonst verlieren wir es vielleicht. Warum gibt man mir ein gebrauchtes Getriebe hier im ersten Rennen? Das verstehe ich nicht so ganz. Na gut. Gehen wir trotzdem es ruhig an. Keine unnötigen Fehler machen. Weil sonst ist es das aus. Hier können wir jetzt erstmal vorbeikommen. An Russell. Oh, da brennt was ordentlich. Uiuiuiui. Shit. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm hier. Weil sonst ist es vorzeitig beendet, das erste Rennen im Ferrari. Nur wegen einem Getriebeschaden. Trotzdem sind wir hier mit der schnellsten Runde. Versuchen natürlich so langsam wie möglich zu schalten, aber das Getriebe schaut nicht gut aus. Es raucht. Es raucht, das schaut nicht besonders gut aus hier beim ersten Rennen. Russell kommt auch easy vorbei hier. Nein, noch nicht. Okay, Glück gehabt.
Gehen wir es nicht so hart an. Es könnte jeden Moment aus sein. Immer noch Rauch. Und dieser Fehler kann auch nicht behoben werden, weil das Getriebe halt einfach nur beschädigt ist. Nicht eine kleine Kollision mit Sainz verursacht. Aber trotzdem sind wir immer noch drin. Erstmal kommen wir hier nicht am Perez vorbei, okay. Keine unnötigen Fehler machen. Wir sind nicht bei Alfa Romeo, wir sind bei Ferrari. Lange ist es her, die letzte Folge, F1. Bestimmt 2 Wochen. Und noch kommen wir an Perez nicht vorbei, jetzt vielleicht. Oh, wir drehen uns. Und somit sind wir auf Platz 8, 9, 10, 11 abgerutscht. Das war doch dann zu krass. Eieiei. Ordentlich was los hier. Beim großen Preis hier. Aber wir können uns mit Fairness auf Platz 8 vorfahren. Aber das war natürlich dumm von mir. Ich habe es dann doch etwas zu hart angegangen. Und das hatte ich gemeint, aber dass das Getriebe trotzdem noch mitmacht, das wundert mich ein wenig. Also dann doch ein interessantes Rennen. Ich habe schon Angst gehabt, dass es ein sehr uninteressantes Rennen wird, da wir ja von der Pole Position aus gestartet sind. Aber trotzdem sind wir derjenige oder diejenigen, wo die schnellste Rundenzeit ergattert haben, noch. Sind auf Platz 8. Aber wie lange sind wir auf Platz 8? Das ist die große Frage hier. Das war natürlich nicht so stark. Und ihr seht es schon auch ohne Facecam. Und das Auto... Hab das Gefühl, dass das Auto etwas langsamer wird hier. Oh je. Kein gutes Debüt bis jetzt. Nicht der beste Tag erwischt. Wir kommen easy an Ricardo vorbei und sind auf Platz 7. Aber guckt euch das Auto an. Hinten, wie es hinten raucht, das ist heftig. Aber der sagt, gute Arbeit. Boxenstoppfenster ist offen. Also ich höre jetzt nichts mehr von wegen Getriebeschaden, aber es raucht ordentlich hier. Trotzdem lässt uns die... Trotzdem noch weiterfahren. Und wir sind an Hamilton dran. Aber da kommt Ricardo, könnte uns überholen im McLaren. Noch nicht ganz. Erstmal muss
wir an mir vorbei und das Boxenstopp-Fenster ist natürlich offen, ne? In der fünften Runde hier. Aber ich gehe, glaub, rein, wenn Hamilton reingeht. Dann gehe ich auch rein. Oder soll ich jetzt schon reingehen? Ja, ich gehe, glaub, nach dieser Runde rein. Noch kommen wir nicht an Hamilton vorbei. Ja, er geht auch rein. Oh je. Guckt euch das Auto an. Es raucht ordentlich hinten. Sehr viele jetzt hier in der Box. Und weiter geht's. Keine Probleme. Alles lief flüssig. Ferrari kann mit diesem Boxenstopp zufrieden sein. Okay, ich kann zufrieden sein. Aber was ist mit dem Getriebe? Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Okay, das bleibt mir ein Rätsel, warum uns das Team nicht reinholt. Das bleibt mir ein Rätsel, aber wir machen das, was das Team will und wir fahren weiter. Wäre jetzt dumm, rauszugehen. Hier bei 7 verbleibende. Runden. Wir wollen natürlich Hamilton überholen. Teamkollege ist an der Boxengasse, okay. Sainz ist an der Box. Aber das bringt uns nicht allzu viel. Sehr schön. Vorbei an Hamilton. So muss es natürlich weitergehen. Es sind sehr viele an der Box. Und somit sind wir 9. Sogar können wir 8. werden. Denn wir oben überholen Ricciardo. Und sind plötzlich wieder in den Punkten. Verstappen 7. Okay. Alles fair hier, sind auf Platz 7 und könnten jetzt Verstappen natürlich überholen. Oh, da habe ich etwas abgekürzt. Sorry an dieser Stelle, Leute. Das war natürlich keine Absicht. Bis dato läuft es gut und das Getriebe ist auch nicht mehr so beschädigt. Su ist 4. Heilige. Können wir Verstappen überholen? Noch nicht ganz. Schade. Waren aber auf Augenhöhe mit dem Red Bull. Jetzt aber eventuell auch nicht. Keine Berührung, jawohl. 6. Der nächste ist der Show. Unser ehemaliger Teamkollege. Den können wir auch ohne Probleme überholen, jawohl. Sind auf Platz 5. Auch Sainz, ja komm. Ich bin so fair. Lass sie nochmal passieren. Das war nicht so clever von mir. Deswegen bleibe ich auf der 5, bevor ich irgendeine Strafe kassiere. Wegen Unsportlichkeit. Jetzt war es aber sportlich, sind auf Platz 4.
Der nächste könnte Russell sein. Also das Podium könnte hier tatsächlich in Reichweite sein. Nur dürfen wir jetzt keine unnötigen Fehler mehr machen. Konzentriert fahren und fokussiert bleiben. Carlos Sainz ist ausgeschieden. Unser Teamkollege ist ausgeschieden. Okay, dann holen wir uns wenigstens einen Podiumsplatz für das Team. Carlos musste das Rennen aufgeben. Wir sind auf dem Podiumsplatz. Bottas und Perez sind in der Box. Bottas nun zweit und Russell überholt uns wieder hier und sind wieder vorbeigezogen an Russell. Jetzt natürlich Perez, denjenigen, wo wir natürlich auch schon in Österreich beim Sprintrennen getroffen haben. Da habe ich wieder die Kurve abgekürzt. Eieiei. Muss hier gehörig aufpassen. Ich weiß. Das ist ja auch keine Absicht. Perez ist zu weit weg. Also mit dem zweiten Platz müssen wir uns dann halt zufrieden geben, denn Erster, glaube ich, werden wir hier nicht. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Und wir haben Probleme beim Schalten, das merkt man schon. Ja, das Getriebe spinnt ein wenig. Können zufrieden sein, wenn wir in die Punkte kommen. Oh je, oh je, oh je. Kein gutes Rennen für Ferrari hier. Man hört es schon im dritten Gang, das Rennen ist vorbei. Was ist los mit dem Auto? Wieso sagt mir keiner was? Wollt sie mich verarschen? Wollt sie mich veräppeln? Es ist was mit dem Auto. Guckt es euch an, ich schalte gar nichts. Gar nichts mache ich hier. Und praktisch beim Debüt. Scheinbar klappt es wieder, scheinbar ist alles wieder okay beim Auto. Hat sich nicht gut angehört auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall wieder behoben. Ne? Sind an Verstappen dran, ne? Können jetzt natürlich Verstappen überholen, aber das hat sich nicht gut angehört. Ich hatte schon Angst, dass wir das Rennen aufgeben müssen, ne? Oh, Verstappen, ich musste nach rechts, nach links ausweichen, weil sonst wäre es ein Crash gewesen, ne? Aber wir sind an Verstappen vorbeigezogen und auf Platz 3, ein Podiumsplatz wäre zum Beginn natürlich phänomenal. Noch besser wäre natürlich der zweite Platz. Was für ein verrücktes Rennen hier. In Le Castellet in Frankreich. Überholen wir Russell. Let's go in den letzten Runden hier.
stark vorbeigezogen und auf Platz 2 nun. Herausragend. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Dass wir das Rennen hier nicht mehr gewinnen, das ist klar, aber ich möchte zumindest den zweiten Platz hier ergattern, das ist klar. Im ersten Rennen ist es natürlich ein fabelhaftes Ergebnis. Es muss trotzdem so weitergehen. In den nächsten Rennen. Der nächste Halt müsste dann Kanada sein, wenn ich mich nicht täusche. Werden wir sehen. Trotzdem jetzt noch an dieses Rennen denken. Volle Konzentration. Die letzte Runde. Du vergrößerst das Polster zwischen dir und deinem Verfolger pro Runde um einige Sekunden. Sehr schön, das freut mich zu hören. Das freut mich zu hören, auf jeden Fall. Jetzt müssen wir Perez irgendwie überholen. Wir können dieses Rennen dann doch irgendwo auch gewinnen. Perez ist in Reichweite und Russell können wir uns erstmal vom eigenen Leib fernhalten. Kriegen wir Perez in den letzten Zügen dann doch noch und holen wir im ersten Rennen für Ferrari direkt einen Sieg. Das wird jetzt hier entschieden. Bleibt bitte bis zum Schluss dran. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Wir sind Führender. Wir sind Führender hier. Sehr schön. Könnten uns unseren vierten Sieg in der Formel 1 holen und unseren ersten direkt im Ferrari. Heißt es nicht, man braucht Anlauf. Oder man braucht mehrere Anlaufsituationen oder Anläufe. Hier klappt es direkt im ersten Rennen. Könnten wir mit trotzdem Getriebeschaden irgendwie dann doch das Rennen gewinnen? Also wie wir das geschafft haben, das bleibt mir ein Rätsel. Ich dachte schon in der 9. Runde, das war es. Nachdem wir auch Probleme beim Schalten gehabt haben, dachte ich es 1000%. Aber dass wir dann trotzdem nochmal diese Probleme beheben und am Ende dann doch das Rennen hier womöglich gewinnen, damit hätte ich wirklich zu 5000% nicht geglaubt und erwartet. Sauberer Auftakt mit paar Schwierigkeiten, aber am Ende haben wir dann das Rennen doch irgendwie gewonnen. Es geht in die letzten Kurven hier, in die letzten Meter dieser Strecke. Und dann ist es in Frankreich der erste Sieg. Wir sind von der Pole Position aus gestartet, haben uns leider einen desolaten Start zugezogen, sind in die Box gegangen, waren zwischenzeitlich auf Platz 15 und sind hier auf Platz 1. Sainz ist ausgeschieden. Es war ein solala Wochenende für Ferrari nach dem Ausfall und den Getriebeschaden von Sainz und den Getriebeschaden bei meinem Auto gewinnen wir tatsächlich das erste Rennen im Ferrari. Ohne Probleme, hervorragend. Das war ein hartes Stück Arbeit, herzlichen Glückwunsch. Ist ein fantastischer großer Preis von Frankreich zu Ende gegangen und es war ein durch und durch verdienter Sieg.
Stefan, sag mir, was hat Ihnen heute dabei geholfen, diesen Erfolg einzufahren? Es klingt vielleicht etwas vereinfachend, aber ich denke wirklich, dass es vor allem an der Qualität des Autos lag. Die Fähigkeiten des Fahrers sind natürlich wichtig, aber ohne ein solides Team erreicht man nichts. Wenn man diesen idealen Punkt erreicht, an dem man einen exzellenten Fahrer und ein unglaubliches Auto hat, dann erzielt man Resultate, wie wir sie heute erlebt haben. Und wir sehen ein Team, das auf dem Siegertreppchen kein Unbekannter ist und erneut den Platz an der Spitze belegt. Ein grandioses Rennen und ein beeindruckender Sieg für Ferrari am heutigen Tag. Der Führende der Meisterschaft bleibt weiter an der Spitze, aber seine Konkurrenten haben heute an Boden gewonnen. Schauen wir uns an, welche Auswirkungen dieses Ergebnis auf die Fahrerwertung hat. Also Stefan, lass uns mal drüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten als Fahrer des Tages zählt. Keine leichte Entscheidung, aber heute war das für mich der Ferrari-Pilot. Das war eine souveräne Vorstellung heute, wirklich beeindruckend. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursmeisterschaft zu werfen. Red Bull zieht in der Rangliste weiter davon. Wer mag schon sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister sein wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Was für ein Rennen! Wir sind Fahrer des Tages, bleiben weiterhin auf Platz 5 und wir gucken uns das restliche Feld an. Perez 2., Russell 3., Verstappen 4., Hamilton 5., Norris 6., Ricciardo 7., Magnus 8., Ocon 9., Mick Schumacher 10., ein sehr starkes Rennen vom Haas-Piloten, ne? Fernando Alonso auf Platz 11, Albon 12., Gasly 13., Tsunoda bleibt auf 14., Bottas rutscht von der 12 auf Platz 15 ab, Sebastian Vettel bleibt 16., Lance Stroll, Nicolas Latifi mit einem Resultat, was sich sehen lässt. Von 19 gestartet auf Platz 18. Ja, okay, das ist nicht so ein hervorragendes Rennen. Guan Yu Zhou ist nach dem Ausfall von Carlos Sainz auf Platz 19 gelandet. Und wir schauen uns das nächste Rennen an. Das nächste Rennen findet dann nicht in Kanada statt, sondern in Ungarn. Und dieses wird dann am nächsten Sonntag veröffentlicht. Dann um 17 Uhr nach der Lyon-Karriere. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vergisst den Kanal nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Rennen in Ungarn wieder. Bis dahin macht es gut, bleibt am Ball und vor allem gesund.